Jetzt sind wir hier beim FX Airguns Stand. Ja. Dem einen oder anderen sollte das schon bekannt sein aus zum Beispiel dem Olli German Blank and Airgun Reviews Video zur Verminator, glaube ich, war das sogar. Und da werden wir jetzt dann mal kurz, hier sieht man auch den Jörg Sprabe schon stehen vom Slingshot Channel. Und da werden wir jetzt doch dann mal uns ein bisschen was vorstellen lassen. Lasst euch überraschen. Hier auch selber zusammengebaut, weil Minelli uns die Schäfte direkt zur Messe geliefert hat. Die Crown ist einfach sensationell, weil die auch wieder komplett regulierbar ist. Der hat überall Regulierung. Da hier unten gleich dann auch zwei Manometer, nicht nur eins. Das eine Manometer zeigt den Füllstand der Flasche und das andere den Druck, der im Regulator herrscht. Das heißt, man kann ja den Regulator und Druck verstellen und dadurch kann ich natürlich dann auch einstellen, wie stark der Schuss sein kann. Ja. Die Waffe ist auch hier im Meterschaft verstellbar. Super, das ist das Schichtholzmodell, das ich am schönsten finde eigentlich. Sieht klasse aus, ja. Was diese Waffe aber ganz besonders macht, ist die neue Lauftechnik, die verbaut ist. Denn hier sind zum ersten Mal die Smooth Twist X-Läufe drin. Die gab es vorher nicht. Und das ist eine Erfindung, die ich einfach für riesen sensationell halte. Ne? Denn die basiert auf einem ganz einfachen Stahlrohr, einem Edelstahlrohr, was total poliert ist. Eben. Also das ist hochpoliert. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, wenn man es mal hier gegen das Licht hält. Das ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen Schmutz drin jetzt, ne? Aber die kommen halt wirklich hochglanz poliert. Oh ja. Ja? Und was jetzt ein normaler Laufhersteller machen würde, der würde jetzt anfangen, hier Züge reinzukratzen oder eine Seele reinzuschieben und dann mit dem Hammer von außen die Züge da reinzuhämmern. Das hat aber den Nachteil, dass man natürlich die Innenfläche, die polierte Innenfläche, sehr stark beschädigt. Und FX macht das jetzt ganz anders. Die nehmen nämlich einfach eine Maschine, die sie selber konstruiert haben, und drücken von außen diese Züge hier rein. Ja? Das heißt, der Lauf wird jetzt mit einer einstellbaren Geschwindigkeit einfach sozusagen durch so eine Presse gezogen. Ja. Der Vorteil dabei ist, man sieht es jetzt hier, ich weiß nicht, ob du das mit der Kamera gut aufnehmen kannst, diese Züge sind halt außen relativ scharfkantig, aber innen absolut rund. Und dadurch, unter dem ganzen Prozess, wird die Innenseite des Laufes überhaupt nicht berührt, von gar nichts. Und das bedeutet, die Politur bleibt vollständig erhalten. Das heißt, diese Laufe sind innen vollkommen spiegelglatt, sind aber trotzdem auf der ganzen Länge gezogen. Es hat auch noch den Vorteil, dass ich, was jetzt die Drahtlänge betrifft, das frei einstellen kann. Also hier haben wir zum Beispiel einen Lauf, der wurde gemacht für jemanden, der in Südafrika damit jagt und der sehr lange, sehr schwere Diabolos nimmt. Und da musste ein ganz aggressiver Drall her. Und deswegen ist das frei einstellbar. Dann hat er halt einen Lauf gekriegt, der das mitmacht. Und die Läufe sind ja in Außenläufen eingeschraubt. Das heißt, ich kann die jederzeit wechseln. Da gibt es auch Schützen, die lassen sich 10 Läufe mit 10 unterschiedlichen Dralllängen machen. Ja. Experimentieren dann mit ihren Diabolos, um wirklich das letzte bisschen an Präzision aus der Waffe rauszuholen. Genau, das ist ja einfach der Vorteil dieser Läufe. Dass du halt durch den von außen rein gedrückten Drall quasi, ne? Kriege ich halt diese hohe Präzision, denn die anderen Läufe, und ich habe natürlich auch noch den Vorteil, dass die auch noch in der Herstellung deutlich preiswerter sind, weil andere Läufe, die ich jetzt mit Zügen, so zum Beispiel mit einer Innenseele und Hämmern oder mit dem Reinkratzen gemacht habe, die muss ich danach aufwendig polieren, weil so ein Diabolo ist ja weich, ganz weiches Blei, und an jeder rauen Stelle würde der sich abreiben und dann würden die Läufe massiv verbleiben. Das ist ja auch ein Problem bei mir. Genau. Aber hier, durch diese hohe Politurstufe, ist das halt eine ganz andere Nummer. Also das ist preiswerter und technisch überlegen. Und das sind Erfindungen, die man nicht jeden Tag sieht. Ja, das ist mein neuester Prototyp. Das ist im Prinzip eine Impact, die unverändert ist. Die Impact hat ja wechselbare Läufe. Die kann man euch ja hier nur die Rennschräube aufziehen und dann kann ich den ganzen Lauf hier entfernen. Dann kann ich das halt hier rausziehen. Und dafür habe ich halt ein Laufbündel gebaut, was im Gatling-Verfahren 8 verschiedene Pfeile drauf hat. Und das ist natürlich im Moment nur ein Design-Studie.
Aber was diese Waffe letztendlich kann, ist 8-mal hintereinander sehr schnell schießen. Also im Prinzip nur die Action durchzurepetieren, also sprich die Schlagfeder zu spannen. Und dann würde der Laufbündel sich so drehen, dass der oberste Pfeil schießt. Und wenn ich dann nochmal neu schießen will, dann schlage ich ab, spanne neu, schlage ab. Und das kann ich halt so oft machen, wie ich will, bis die 8 Pfeile abgegangen sind. Ist natürlich eine ganz neue Sache, weil die erste mehrschüssige Pfeilwaffe, die es überhaupt gibt. Also das ist schon, ich finde das sensationell. Das ist sensationell. Pfeile haben ungefähr 80 Joule Leistung und fliegen mit ungefähr 90 Meter pro Sekunde. Das ist schon der Wahnsinn. Ordentlich. Aber natürlich nur ein Prototyp, also bis das Serienreife hat, wird noch viel, viel Zeit vergehen. Dass es irgendwann kommt. Ich werde mich bemühen. Super. Danke, Jörg. Okay.